Freunde. Herzlich willkommen bei unserem dritten Squad-Builder. Und wie ihr seht, bringen wir immer mehr Videos raus. Wir haben ja gesagt, 2 pro Tag. Und das wird jetzt auf jeden Fall unser drittes Squad-Builder sein, wie schon gesagt. Und wir nehmen als Aufstellung die 4-3-3 als vierte Variation. Und ja, im Tor nehmen wir... Haben wir selber im Team Bernd Leno. Also wenn ihr jetzt wisst, das erste Team, was wir auf jeden Fall auch in die Beschreibung schreiben werden, kostet ungefähr 75.000, vielleicht ein bisschen weniger, wenn ihr drum bietet. Und das zweite Team, was wir rausbringen werden, das kostet so 1,5 Millionen. Haben uns auch gedacht, dass wir mal eins für die etwas billigeren machen und eins dann für die etwas teureren. Das haben wir auch im Team. Ja, und auf jeden Fall, das Team, was wir jetzt bauen werden, die Spieler werden wir jetzt nicht alle in unserem Team haben, also eigentlich fast gar keine. Das haben wir jetzt so gemacht, dass wir einfach die Spieler nehmen, wo wir uns dachten, die könntet ihr euch vielleicht auch bauen, wenn ihr etwas mehr oder etwas weniger Coins habt, die euch auch gefallen würden. Ja, dann haben wir hier auf jeden Fall noch Finja. Hier links nehmen wir... Haben wir auch im Team. Bernhard. Hier nehmen wir den Totti. Nur als normale Form. Toni Kroos. Hier kommt der Fernandinho hin. Aber das war gerade Timos Handy. Der ist auch wieder am Start. Ja, also wenn ihr ihn jetzt nicht ganz gehört habt, das erste Team hat Timo gebaut, was ich gerade baue. Und das andere Team, was ich gleich bauen werde, das habe ich gebaut. Weil wir haben uns gedacht, dass wir eins machen, etwas billiger ist, das andere etwas teurer ist. Und wir haben uns dann gedacht, dass ich das teurere baue, weil ich zurzeit auch irgendwie noch viel mehr Coins habe als Timo. Wir wissen eigentlich nicht warum. Ja, und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir dann halt, dass ich dann das teure baue und er das für 100.000 oder für 75.000. Ihr könnt natürlich auch an den einzelnen Stellen noch Spieler verbessern, indem ihr euch irgendwie, gucken wir gerade mal, ach nicht im Team, wenn ihr euch irgendwie Quadrado noch kaufen solltet oder so, dann kostet das Team natürlich auch ein bisschen mehr halt. Und dann im Sturm könnt ihr natürlich auch Diego Costa, den wir jetzt holen werden, als 86er holen. Ihr könnt euch doch irgendwie noch andere Leute holen, ist eigentlich egal. Da ist er auch. Das ist auf jeden Fall das Team, was Timo gebaut hat. Sieht eigentlich recht geil aus. Bewertung wird über 80 sein. Ich schätze mal so an die 84, 85 ran. 85 vielleicht nicht so 84 im Bereich, weil wir halt viele 85er Hangen haben und auch ein 86er Özil. Und dann wollte ich nur zum Team sagen, die Abwehr hier auf jeden Fall. Also dass dieses Team, das hatten wir auch schon mal. Das kann ich ja nur sagen, die Außenverteidiger, außer Rafinha, der ist vielleicht nicht der schnellste, aber er zieht sich einfach damit. Das ist, eigentlich denkt man, das schafft er nicht, aber er schafft es wirklich dann doch noch. Den Innenverteidiger brauche ich nicht so viel sagen. Ich habe euch ja gesagt, ich finde Boateng ist der beste Verteidiger in FIFA. Leno ist eine richtige Mauer hinten drin. Kroos, wie auch Fernandinho, haben ein perfektes Auge. Fernandinho hat dann halt noch die Pace und auch noch Schuss, genauso wie Kroos. Özil ist dann eher so dahinter der Spitze, auch nochmal die tiefen Pässe spielt und auch mal ein bisschen skillen darf mit 4 Sternen. Pedro wie auch William sind die Flügelspieler, die sehr schnell in den 16er des Gegners laufen oder eine Flanke bringen auf Diego Costa, der mit 88 Physik und 1,88 Meter das Ding schon reinmachen wird. Dann gehen wir jetzt zum nächsten Dream Squad. Das ist meins. Ja. Aufstellung nehmen wir die 4-1-2-1-2. Im Tor holen wir, also das ist jetzt auf jeden Fall das teure Team, nur im Tor haben wir einfach keinen besseren gefunden. Da könnt ihr auch, wenn ihr noch mehr Coins habt, Alves in Form holen.
Wir haben uns den mal normal dahin gepackt. Dann in der Innenverteidigung Thiago Silva links und rechts Sergio Ramos. Mach ich den mal von Bayern, den Spieler hier. Ramos. Rechts natürlich, natürlich könnt ihr auch anstatt links Hazard, wenn ihr eher auf Bewertung geht, einfach auch David Zimmer holen. Ich hatte den auch schon mal, der hat zwar nicht viel Preis, aber im Spiel fühlt er sich auf jeden Fall mehr an. Okay, das kam nochmal von Timos Seite. Also jetzt, warum, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, warum er Hazard gesagt hat. Also jetzt haben wir gerade Hazard ins Team reingepackt. ZDM haben wir einen ZMer gepackt, nämlich wir brauchten einen, der sowas in der Art noch ist, der auch dann in einer anderen Liga spielen kann als Thiago Silva und Sergio Ramos, der sowohl vielleicht auch noch mit einem von beiden verbindet. Und da dachten wir einfach, Fernandinho, der passt eigentlich in jedes Team rein. Holen wir uns den da einfach. Rechtes Mittelfeld haben wir auch wieder einen Brasilianer, nämlich Willian. Der verbindet sowohl mit Rafinha als auch mit Fernandinho. Im ZOM haben wir uns Oscar geholt, der dann mit das wieder ein Brasilianer ist, der das Team dann voll macht weiter. Als Stürmer nehmen wir Aguero normal, also als 86er, nicht als Upgrade. Den könnt ihr natürlich auch holen, wenn ihr halt mehr Coins habt. Genau das gleiche könnt ihr bei Diego Costa machen. Ihr könnt ihn ruhig als 86er kaufen. Das wird die Chemie jetzt nicht kaputt machen dadurch. Wir leisten uns den aber als 85er, weil wir denken, ist eigentlich egal, was für ein Spieler ist, hat halt nur einen besser. Dann könnt ihr euch in der gleichen Inform holen. Dann jetzt noch was zum Team. Also zur Abwehr braucht, glaube ich, nicht viel sagen hier. Mit Thiago Silva und Ramos hat man da zwei Leute drin, die sowohl Pace haben, als auch, sag ich mal, Schuss, den sie nicht brauchen, aber Physics und Defensive sind sie halt stark. Defending, Alves hat Pace, Schuss, Tempo. Pace, Schuss, Tempo, ja klar. Tempo, Schuss, Pass, Dribbling, Defending und Physics hat er alles. Genauso wie Felipe Luis, der vielleicht nur ein bisschen zu langsam ist, wenn er jetzt gegen Walker spielen sollte oder so, aber seine Defending-Werte machen das alles wieder raus. Ja, Fernandinho brauche ich ja nicht viel zu sagen, habe ich gerade schon alles gesagt. Der hat halt schon seine Sachen, die ihn besonders machen. Hazard ist halt ein Spieler, der vorne alles kann, hinten vielleicht nicht, aber da braucht man ihn natürlich auch nicht. Also der kann sowohl dribbeln, als schießen, als laufen. Oscar hat Timo ja schon gesagt, den könnt ihr in jedem Team spielen lassen. Ob ihr ein Brasilien-Team macht oder ein BPL-Team macht oder ein Chelsea-Team, der spielt immer. Also das ist auf jeden Fall gesetzt, mit dem könnt ihr skillen. Halt alles machen. William, mit dem könnt ihr. Also, ja? Für mich also, ich hätte mir auch schon mal Ronaldo so ausgesehen. Ronaldo ist natürlich eine andere Welt, aber von seiner, also in der Nähe von Rambo 18, wenn einfach keiner zucken, der ist einfach so flink, einfach mal einen Logenschritt drauf machen, 11 Meter mit ihm schießen, der kann einfach alles. Ja, also sozusagen ein Allrounder, genauso wie ich finde, William, den hatte ich auch schon öfters mal gehabt in meinem Team, weil ich einfach finde, der passt überall auch gut rein. Er kann schießen, mit beiden Füßen, skillen, passen. Ja, Kopfball vielleicht nicht alles so unbedingt, obwohl er ist richtig klein eigentlich, 1,70 Meter. Aguero ist noch kleiner, mit dem könnt ihr auch alles machen. Der ist einfach flink, er kann perfekt schießen, also ich kenne das jetzt aus Karrieremodus nur, wie der ist, weil ich den mir noch nicht erlaubt habe. Und dann noch mal zu Diego Costa, der ist einfach ziemlich schnell für seine Größe. Er kann Kopfball schießen und passen, dribbeln kann er auch ganz okay, mit beiden Füßen kann er schießen. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Wie immer empfehlt uns weiter, lasst ein Abo da. Und was hast du? Ja, also ich wollte sagen, was für ein Video hat man jetzt nicht ganz verstanden? Karrieremodus. Mit Tottenham, ne? Okay, ja, dann war's das für heute. Lasst ein Abo da und ciao.